dusselig in der alten Folge war. Müssen wir jetzt die Konsequenzen ziehen. Ich habe natürlich jetzt einen Cut davor gemacht. Bi-ba-da-bi-da-bu. So. Küsschen, Küsschen. Oh, er ist voll verzaubert. Fällt er einfach um, Alter. Der Tank, der fällt einfach um. Nimmst du. Und vielleicht kriegen wir den in der Mitte auch noch eingeschlafen. Ah, nein. Oh geil, schon mal zwei weg. Für die Runde. Okay, jetzt sind, das ist komplett einer weg. Probieren wir mal den. Machen wir nur eine Kusshand auf. Oh, warte mal. Weißer Schwachsinn, nehmen wir den lieber und machen noch einen Schlummerfall da drauf. Okay, der ist schon mal weg. Okay, Angelo ist nicht so wild. Neue Runde, neues Glück. Nee. So, Niesen überwältigt. Der ist schon mal weg. Kriegt der jetzt auch? Jawohl. Ach, ich muss wieder hier umschalten. So. Jetzt können wir wieder zocken. Cengiz kann auch machen, das kannst du machen. Ne, dann machen wir einen normalen Angriff. Bietchen, Küsschen für dich. Oh, nicht verzaubert, shit. Ja, jetzt aber down. Dup, dup, dup. Warte mal, hier sollte laut Karte irgendwo eine Höhle sein. Da. Und eine Kiste. Was war Kiste? Wo ist die Kiste hin? Da. Für mich ist das kein Problem, Mini-Medaille. So. Ah, hier geht das weiter. Hohoho! Heilige Gott Marias. So, erstmal den Lasso weg da hinten. Ja, da probieren wir mal, dass wir vielleicht Gen hier drauf kriegen und eventuell den auch mit einschlafen. Okay, zwei Steine sind schon mal weg. Okay, der ist auch schon mal eingeschlafen, top. Super, Astrein. Besser kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Gut, das hätten allein schlafen können. Aber das macht keinen Meter. Wenn wir alle einen weggenockt kriegen, ist das ganz gut. Ah, der ist wieder aufgewacht. Tschüss. Probieren wir das. Dann machen wir den doch komplett platt. Ja, das ist ein kleines. Dann machen wir den Knack. Und machen da drauf. Knack. Wacht wieder auf. Tschüss. Jetzt können wir eigentlich komplett durch Angriff machen. Ja, super. Warum so lange drüber nach? Level 21! Wie viele Punkte gibt's? 5. Würde ich sagen, 2 hier und auf Courage 3. Ne, warte mal, ich mach hier 3, dann sind wir auf 35, dann machen wir hier 2 und fertig. Ja. Seht da. Es gab's Attribute. Chance an kritischen Treffer wurde erhöht. Super. Können wir sofort leben. Und wir sind wieder der Main-Leveler. Halte ich mal bitte selbst. Heil den noch. Und hier noch. Kannst du dich eigentlich nochmal heilen? Na, der sowieso nicht so viel hat. Erstmal hier gucken. Vielleicht finden wir hier noch was.
Okay. Ich laufe jetzt einfach so irrsinnig nicht durch ganzen Höhlen hier rum. Ein Mauerwurf, der scheint schwächer zu sein als die anderen. Fangen wir mal mit der Zweiergruppe hinten an. Dann kann eigentlich sie gehen auf Dreier machen und mach den noch eventuell schlafen. Weil die Maulwürfe sind doch extrem, wenn die sich konzentrieren. Ja, da fängt das nämlich an, was ich nämlich hasse. Okay, drei Maulwürfe schon mal weg. Ah, der macht zu wenig Schaden, das ist uninteressant. Müssen wir uns erstmal um die da hinten kümmern. Machen wir Jessica am besten noch gehen, dann kriegen wir sie vielleicht komplett weg. Dann kann Angelo sich mal um den First kümmern da. Ja. Oh, bitte schlag nicht zu, bitte schlag nicht zu. Da. Oh, jawohl. Die beiden sind schon mal weg. Jetzt können wir hier ganz beruhigt von... Ach, quer durch einfach hier angreifen, benutzen. Machen wir alle drei vorne drauf. B wacht wieder auf. A pennt noch. Naja, das kann ja jetzt was ganz Einfaches werden, hoffentlich. So. Top. Darf Jengis nochmal? C ist aufgewacht, aber er ist tot. 144, super. Hallo. Okay, geht schon mal nicht weiter. Waren da mehrere Wege. Ah, jetzt habe ich vergessen, wie ich ihn nicht angegriffen habe. Ich habe, glaube ich, hinten sofort B genommen, ja. So, Jessica, probier es einfach mal, dass du beide eingepennt bekommst und Angelo kann sich irgendwie um den First kümmern. Geil. Machen wir einfach so. Ne, machen wir. Wir sind winzig chill. Oh, die Zeit. Heute geht irgendwie die Zeit auch schnell rum. Na gut. Scheint, dass auch ein Bossfight geben wird. Und vielleicht nicht ungeniert irgendwie so ein Maulwurf-Mix oder so. Oder irgendwas Komisches, das auf uns wartet. Das auf jeden Fall unter der Erde lebt. Mehrere Wege. Wir nehmen den vorderen hier, komm. Kein Bock, so lange Umwege zu latschen. Wenn wir uns verlaufen haben, ist jetzt auch nicht so schlimm. Tschüss. Oh Mann, warum immer so viel? Definitiv hier vorne den erstmal wegbekommen. Der holt sonst Unterstützung. Jessica, oh Jessica. Obwohl die Schleimhände können auch machen. Ne, mach du mal einen normalen Angriff auf die Schleimhände. Weil die könnten doch. Siehst du, das meine ich, die könnten sich nicht konzentrieren, das ist nämlich nervig. High five! Geh, schlaf doch einfach alle ein. Oh, gibt's nicht. Unterstützung! Five! Eine Slap Five. Oh, tschüss. Fudusch. Machen wir mal so. Jessica, mach du mal, geh nochmal auf die Hände. Probieren wir es mal da. Probieren wir das mal da. Nein, einer bleibt wach. Und dann holst du noch mehr Unterstützung. Ich krieg hier einen Rappel. Und die muss gleich kalt werden. Egal, wir ziehen alles durch. Zur Not muss ich hier raus und mich irgendwie heilen. Okay. Sicherlich da drauf. Sicherlich. Nee. Räumen wir das Feld von hinten auf. Machen wir nochmal. Nee, warte, wir machen hier was anderes hier. Wir machen eine komplette Knackserie. Dann ziehen wir noch eine Säusel da hinten ran und fertig. Sollten wir hoffentlich gut von dann kommen, ja.
hasse Matschhände. Oder Schlammhände. Schlammhand sogar nur. Wow. Sterben. Ein Ishrin. Und ich habe so weit gekämpft. Ich bin noch. Ich so. Ja, ich. Ach. Die rechte normale Heilung. So. Bipatapidabu. Bipatapidabu. Da war irgendwo eine Kiste. Bipatapidabu. Da ist er. Ah ja, nur von der Seite ist klar. Hier. Steinschutzhelm. Nein, Maulwürfe. Kümmern wir uns erst um die zwei hier hinten. So, Jessica. Oh, Jessica, mach mal gehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir damit da an. Ah, ich falsch ausgewählt. So. Konzentrier dich doch nicht. Ist doch scheiße von dir. Tschüss. Nicht fliehen. Können wir uns mal erstmal so. Vielleicht kann Jessie dann nochmal Gen einsetzen und wir greifen einfach hiermit an. Oh Gott. Was? Der hatte schon 20er? Oh nein, der auch. Okay, der ist schon mal weg. Ah, papapadabaum, bipatapadabaum. Ja, Moment, machen wir mal Genius, der kriegt die irgendwie ganz gut down. Machen wir hier auch nochmal an. Ne, stopp. Zack, und nochmal Angriff darauf. Konzentrier dich nochmal. So. Dankeschön. Angelo, Level 18. Saus und Braus mit 5 Talentpunkten. Dann machen wir um 3. Yep. Er ist ein Frauenschal, er macht Wirrwarr, Wirrwarr.